wollte jetzt noch eine Folge Strip Mine. Diamanten. Irgendwas ist gerade wieder abgestürzt und neu gestartet worden. Mein Rechner zickt rum, sage ich euch. Wenn ihr wüsstet. Wenn ihr denn wüsstet. So ein Wüstblödsinn. Es nervt vielleicht. Vor allem, ich kriege nicht raus, wo das herkommt. Ne? Also, nicht raus, wo es herkommt, deutet ja eigentlich schon auf RAM hin. Das habe ich auch im Verdacht, aber so richtig ja, nee, das reicht. So richtig habe ich das Problem auch noch nicht zu fassen gekriegt. Ne? Das ist halt irgendwie, er läuft mitunter stabil, der Rechner. Aber dann irgendwie doch nicht mehr. Ich wollte jetzt noch eine Folge Strip Mine. Diamanten. Um endlich an diese fucking Diamanten zu kommen. Das ist schön. Und da gleich noch so viele. So. Ja, nee. Wollte ich schon anfangen, hier rumzuheulen, dass das alles so lange dauert. Und schwupps, sind sie da. Sind sie da, die 6 Diamanten. Das heißt, wir können. Was können wir denn jetzt? Also wir haben jede Menge Eisen. So, gehen wir erstmal hoch. Ganz wichtig, erstmal hochgehen. Da floss Wasser. Ja, wir haben Obsidian, haben wir auch. Buch haben wir auch. Das heißt, auf jeden Fall können wir uns einen Verzauberungstisch machen. Und jetzt habe ich ja gelernt, wie man besser verzaubert. Also mit geringeren Nebenkosten. Und dieses Wissen würde ich ja gerne anwenden. Noch ein Wassereimer in die Kiste. Oh, ist gerade Nacht, ist mir auch egal. Weil, ja, so. So, noch mehr zum Brennen habe ich nicht. Gut. Räudiges Lapis. Weg. Redstone. Weg. Genau, jetzt machen wir nämlich erstmal Papier. Och, wo bist du denn? Geh wieder in den Keller, Egon. Ich brauche hier echt eine Tür. Das nervt vielleicht. Könnt ihr einfach, solange ich hier nicht bin. Genau. So, dann müssen sie hoch schwimmen. Das würde ich früher hören. Wasser holen wir gleich wieder. So. Wo waren wir? Wir waren genau dort. 1, 2, 3, 5, 6. Hui. So. Jede Menge Papier. So. 22 Bücher herstellen. Das ist gut.
So, da wir jetzt Bücher haben. Gut, die Stärke des Verzauberungstisches lässt sich natürlich auch verstärken, wenn wir da außenrum so Bücherregale machen. Für Bücherregale brauchen wir allerdings also ganz viele Bücher. Und wenn wir ganz viele Bücher haben wollen, müssten wir mit unserem Grundsatz brechen. Das heißt, wir müssten hier ein wenig sesshafter werden, um Animal Breeding zu betreiben. Weil wenn ich jetzt nur durch die Gegend laufe und Kühe erschlage, brauche ich wieder relativ lange Zeit, um an das Leder zu kommen. Ich weiß noch nicht. Ich weiß es noch nicht. So, für das, was wir jetzt machen wollen, reicht es auf jeden Fall. So, dann brauche ich nämlich Obsidian. Cobblestone? Nee. War der so teuer? Nee. Gab es jetzt nicht auch Help mit Lookup? Nee, gab es nicht, ne? Enchant Player, Enchant ID Level. Ja, super. So, warte mal, ich muss meinen Browser aufmachen. So, Zaubertisch. Ha, so war das. Ich wusste doch irgendwie so. Aber es ist doch nicht ganz so teuer, wie ich dachte. Aber wir hätten es uns trotzdem nicht leisten können. Und ein Buch. Tada! Aua, Enchantment Table. So, und da packen wir jetzt nämlich die Bücher. Achso, immer nur ein Buch. Und wir holen uns immer Effizienz 1. Also, ja, Effizienz 1 wollte ich jetzt sogar haben. Immer das mit einem Level. Erstmal Protection. Power für Bögen. Protection. So, weil jetzt braucht man nämlich Eisen, ganz viel. Wir machen uns mal noch eine Kiste. Ja, mit Dirt machen wir uns eine Kiste. Genau so sieht's aus. Genau so und nicht anders, ey. So. Verzauberungsbücher rein. Effizienz, Power 1, Protection. Genau. So, jetzt brauchen wir nämlich erstmal 1, 2, 3, 3 von diesen. Um einen Amboss zu kriegen. So, und mit dem Amboss wiederum können wir jetzt die 2 Protection-Bücher nehmen. Und daraus Protection 2 Bücher machen. So. Und jetzt geht's weiter. Power 1.
quatschen. Effizienz. Bist du wieder effizient? Ah, nee, schaut nicht. Naja, Protection. Protection. So. Protection und Protection. Protection und Protection. Protection 3. Power, Sharpness, Effizienz. Power und Sharpness. So, Protection 3. So. Effizienz. Effizienz 2. Effizienz 2, Power 2, Sharpness 1. Hat ein System, was ich da, wie ich das da ablege. Ich muss mich bloß gerade mal wieder richtig hinsetzen. Irgendwie habe ich mich verkrampft. Ich glaube, ich habe einfach, ja, ich habe das Mikrofon zu weit vorne stehen gehabt. Och, 18 Minuten schon wieder. Das heißt, wir sind in Wirklichkeit bei 20. So, da wir ja jetzt ja schon hier lustig verzaubert haben, würde ich sagen, wir haben effektiv Level verschwendet bereits, sodass wir jetzt einfach mal damit weitermachen können. So, nehme ich jetzt was mit 7 Level. Na, ich habe ja keine Ahnung. Also, wir lernen das jetzt mal. Nehmen wir das Teuerste. Und wir kriegen Effizienz 1 dafür, ja? Für ein Level. Komisch. 6. Power 1. Ah, okay. Oh, meine Level sind alle. Effizienz 1. Power 1. So, das kann dahin. So. Bücher. Die könnte ich mir eigentlich dazulegen. Bücher kann ich mir sogar noch ein paar machen. Ne? Räudiger Bogen beiseite. So, hier. So rum. Ist das richtig? Nicht so lange her, dass ich hier schon war. Und gleich mal ins Wasser gehen. Ganzen Kram hier einsammeln, der beiseite gefallen ist. So. Da vorne auch. Level. Kann man Bücher nur mit einem Level verzaubern? Wahrscheinlich ist das der Trick, ne? Oder bereits verzauberte Bücher nochmal verzaubern? Ich muss mir erst nochmal angucken, wie das überhaupt läuft. Auf jeden Fall haben wir wieder einiges an Papyrus. So, dass wir sehen. Mal Papier haben. Hm.
11 Bücher.